Wir haben nichts an! FV! Danke! Friede! So, das Intro ist bei uns jetzt durch. Kommt man nun zum Wesentlichen. Ihr seht schon, ich bin draußen und zwar, wir möchten euch heute was vorstellen und zwar unseren neuen Tarn. Und zwar, der neue Tarn hört auf den Namen Concamo, also Confuse Camo, wenn ich mich recht entsinne. Wir waren ja vor knapp einer Woche bei Leo Köhler direkt. Link zu dem kleinen Vlog, entweder hier oder hier, je nachdem. Und jetzt möchte ich euch mal den Tarn ein bisschen näher bringen, ein bisschen zeigen. Seht es als Review oder sonst was, das bleibt euch überlassen, wie ihr das ansehen möchtet. Und dafür muss ich mich schnell in die Tarnklamotten schmeißen. Und das machen wir am besten so. So, tada, und schon sind wir umgezogen in unserem Concamo. Wie gesagt, haben wir uns vor einer Woche besorgt. So. Jetzt möchte ich euch mal ein paar Features zeigen, oder je nachdem, wie man es halt nennen möchte, kann ich euch das mal demonstrieren, entweder in der Nahaufnahme oder hier am Mann. Die Oberteil mache ich hier am Mann, die Hose mache ich in den kleineren Detailansichten. Gut, dann wollen wir mal loslegen, und zwar zum einen die Taschen. Also ich habe hier jeweils auf den Oberarmen Taschen, wo ich auch Klettflächen habe. Ich kann diese öffnen und kann hier was Schönes unterbringen. Ist auf jeden Fall sehr schön gelöst. Der Stoff fasst sich erstaunlich gut an, also im Vergleich zum Beispiel anderen Stoffen von Leo Köhler, wie zum Beispiel Pencott oder hier Multicam. Diese wirken noch immer relativ kratzig, habe ich das Gefühl. Vielleicht täusche ich mich aber auch da. Aber das Concamo lässt sich sehr schön anfassen. So. Dann haben wir, wie gesagt, auch Verstellungen für den Handbereich. Also je nachdem, wie dick mein Ärmchen ist, kann ich das beidseitig anpassen. Und ja, ist relativ warm, ich schwitze. genau, dann habe ich jeweils Brusttaschen noch. Die kann ich auch dementsprechend variieren, was ich da haben will. Combat Shirt wird noch kommen. Da hat Leo Köhler uns ein bisschen was versprochen. Das wird auf jeden Fall noch kommen, beziehungsweise auch Kopfbedeckung wird auch kommen. Das wird aber dann so im Laufe des Herbstes auf jeden Fall erscheinen. Gut, zurück zum größten Teil. Also wir haben hier auch unter den Armen Belüftungsgitter, also Belüftungsstoffe drin, die das Ganze zirkulieren im Inneren und trotzdem schwitzig. Das ist auf jeden Fall so, genau. Die Jacke handelt sich hier um eine KSK, also auch die Hose ist KSK-Schnitt bzw. KSK-Form. Ja, Zeugs habe ich euch schon erwähnt, dann gehen wir jetzt kurz mal zur Hose, die werde ich mir schnell mal holen. Genau, so, also ich stehe jetzt gerade nackig vor euch, unten ohne. Nee, Quatsch, natürlich mit Hose, sonst würden sich die Nachbarn ein bisschen einpissen hier. Genau, also, dann haben wir unsere Hose. Diese Hose ist im Schritt belüftet mit kleinen Löchern, die wir hier unten haben. Die zeige ich euch hier bzw. oder in den Nahaufnahmen. Dann haben wir die Leo Köhler typischen Schlaufen auf der Frontseite. Warte mal, machen wir mal hoch. Auf der Frontseite hier, genau. Auf der Frontseite wie auch auf der Rückseite des guten Stücks. Taschentechnisch habe ich hier natürlich auch. Wir haben die Möglichkeiten, einmal ganz normale Hosentaschen zu haben. Das sehen wir hier. Hier. Dann haben wir Oberschenkeltaschen. Die sind hier, wie gesagt, sind jetzt nicht mit Klett, sondern mit Knöpfen versehen, was einen sehr stabilen Eindruck macht auf jeden Fall. Also da ist auf jeden Fall nicht so schnell was kaputt. Dann drehen wir rum auf die Rückseite, also beim Gesäß, haben wir ebenfalls auch Gesäßtaschen, was dementsprechend auf jeden Fall auch für diverse Utensilien sind. Diese Arschbändel bzw. die Vorderbändel lassen sich auch in den Einstellen, je nachdem, was für einen breiten Oberschenkel man hat, kann man das auf seine Bedürfnisse halt dementsprechend anpassen. Gut, dann weiter auf die Frontseite,
legen wir es mal rum. Ich hoffe, ich fertig das Mikrofon nicht. Wir haben auch hier vorne Leo Köhler typisch, glaube ich, vorne diesen Schaumeinlage, also für den Kniebereich. Somit scheue ich mir nicht unbedingt gleich die Knie auf beim ersten Spiel und macht jetzt einen Knieschoner jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig, wie ich finde. Ja, das ist beidseitig vorhanden, kann aber auch entfernt werden durch die Tasche hier unten. Also hier ist so ein Schaumgummi drin und kann dementsprechend auch entfernt werden, wer das jetzt nicht unbedingt möchte und weiter auf seine Knieschoner gehen möchte. Gut, dann haben wir auf der Unterseite ganz normal die Bändel zum Verstellen. Bei vor Ort haben wir uns sagen lassen, XXL ist obenrum relativ knapp, aber ist sehr lang. Dementsprechend müsst ihr mal schauen. Ansonsten stopft das einfach in die Stiefel rein. XL wäre dann auch noch eine Alternative für euch, aber das ist jenen das seine, wie er halt ist. Ich kann es euch empfehlen, auch mal beim Shop direkt vorbeizuschauen, da könnt ihr es anprobieren. Auch zig verschiedene Sachen noch zu kaufen, wenn es euch denn taugt, wenn es bis dahin schon da ist, also Buschhut etc. und so weiter, wird auf jeden Fall alles noch kommen. Gut, ja, dann würde ich sagen, machen wir mal ein paar Vergleiche. Ne? Also wie gesagt, wir haben verschiedene Sachen kombiniert. Das Oberteil hier in Verbindung mit einem Plattenträger aus Multicam, Atex, Flectan und Coyote haben wir gemacht. Jetzt habe ich es. Dankeschön. Genau. Und die Vergleiche dazu, die zeige ich euch jetzt in einem kurzen Schnitt, in der ich ein bisschen was dazu sage und halt auch dementsprechend dazu einblende, was ist. Ne? Gut, also ich wünsche euch dabei viel Spaß. Wenn wir uns die erste Kombination anschauen, was wir jetzt hier für euch haben, ist Kombination mit Flectan zum Beispiel, sticht beim Flectan der höhere Grünanteil oder der höhere, dünklere Grünanteil raus und auch die braunen Flecken zum Tarnmuster Camo. Also hier auf jeden Fall ist der Plattenträger oder das Flectan wesentlich dünkler als, was heißt wesentlich, oder halt dünkler als die Tarnklamotte, also als das Concamo selber. Schauen wir uns die zweite Kombination an im Vergleich mit Multicam. Hier ist genau das Gegenteil. In dem Fall ist Multicam heller als das Concamo. Liegt daran, dass es einfach hellere Grüntöne oder auch Tanntöne bzw. die jeweiligen dünkleren Flecken in einem anderen Farbton gehalten ist als das Concamo selber. Hier ebenfalls würde ich jetzt halt in der Hinsicht sagen, würde Flectan in meinen Augen besser passen. Kommen wir weiter zum nächsten Kombinationstyp. Als nächstes haben wir natürlich noch die Kombination Atex und Concamo für euch. Hier, wie ich finde, passt das gar nicht zusammen, da die Struktur bzw. da die Aufmachung vom Atex einfach viel zu unterschiedlich ist im Vergleich zum Concamo. Dementsprechend Atex kann ich hier auf jeden Fall nicht empfehlen, das mit Concamo zu kombinieren. Das gleiche ist auch auf der zweiten Kombination mit Coyote bzw. Brown, Tan, wie auch immer ihr das nennen wollt. Hier jeweils einfarbige Plattenträger beißen sich ziemlich mit diesem Concamo. Dementsprechend würde ich das auf jeden Fall nicht in Kombination tragen. Olive haben wir auch mal probiert, was im einfarbigen Bereich ist, der sticht noch mehr raus, da das Grün von Olive noch ein bisschen anderes ist als zum Beispiel das Coyote bzw. das Tan. Ist doch relativ aufschlussreich, das Ganze, und macht auf jeden Fall in der derzeitigen Situation ja relativ wenig Sinn. Was am besten dazu passen würde, würde ich jetzt sagen, ist vielleicht sogar Pencott, das hat man jetzt allerdings nicht da, oder dann halt auch ein Flectan beispielsweise. Also hat mir jetzt am besten getaugt zum Concamo in der derzeitigen Lage, wo wir jetzt sind. Gear wird auch kommen, das wird einen Monat später sein, also irgendwann im September, Oktober oder sowas, haben wir gehört.
Von Centauron wird das Ganze kommen. Ja, da werden dann Plattenträger und Molletaschen, Magazintaschen, was auch immer, wird dann von Centauron dementsprechend dann verfügbar sein. Gut, aber was ist ein Tarn ohne Tarnwirkung? Wir haben es jetzt relativ so gemacht, dass wir euch mal drei Tarns zeigen, die wir hier hinten in einen Wald hängen, und im Vergleich dazu das Concamo. Wir haben genommen, dass mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Jetzt habe ich es. Nee, da machen wir jetzt keinen Schnitt. Okay, dass ein bisschen Abwechslung reinkommt, haben wir für euch getestet. Einmal Multicam, da allerdings nur eine Hose. Und Cryptek in, oder Mandra Wood, beziehungsweise Cryptek Wood, oder wie das sich das nennt. Und auch Concamo im Vergleich. Gibt natürlich bestimmt noch mehr Muster, die man da probieren kann. Wir haben es jetzt halt erstmal so gemacht, was in unserer Macht steht. Ansonsten bildet euch eure Meinung. Ich persönlich bin vom Concamo überzeugt. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal die drei Tarnmuster im Vergleich. Dazu erzähle ich euch ein bisschen was, und ja, dann sehen wir uns gleich noch zum Abschluss. Fangen wir im Vergleich mit unserem Teamtarn an, noch mit Cryptek bzw. Mandra Wood. Hier sieht man auf jeden Fall, dass die Konturen, was der Art Schlangenmuster hergibt, jetzt halt in unseren Augen vielleicht ein bisschen suboptimal für das Wald, für das Waldspielfeld ist. Dadurch wird man halt sichtbar, und so ist unsere Einstellung dazu. Wenn wir dagegen noch das Multicam nehmen, das sticht extremst raus, wie wir finden, durch den doch sehr, sehr hellen grünen oder Tarnanteil in dem Tarn, ist es in unseren Augen doch für unseren europäischen bzw. deutschen Wald eher ungeeignet. Wenn man jetzt zum Beispiel mehr Wiese hat, dann könnte Multicam da schon ein bisschen anders aussehen. Ja, und zu guter Letzt kommen wir noch zum Concamo. Concamo finde ich jetzt halt persönlich, bin ich sehr überrascht dazu. Ich habe es zwar schon auf Bildern gesehen, wie sie sich verhält, die Tarn, und ich muss sagen, also es passt eigentlich optimal zum deutschen Wald, zum deutschen Laubwald. Also ich finde es jetzt, es gliedert sich schön ein. Man erkennt es zwar, also die Umrisse, auch wenn man es dann trägt bestimmt. Jedoch schmiegt sich das alles ein bisschen an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da hellauf begeistert von dem Tarn. Ja, erzielt schon seine Tarnwirkung. Im Vergleich zu allen drei nochmal zum Abschluss, ist klar, da sieht man es auch auf jeden Fall, dass Concamo mit am besten ist. Multicam hier klar unterlegen ist und Cryptek Mandra trotzdem noch mithalten kann, aber aufgrund dieser Schlangenmusters ja doch suboptimal ist. Genau, so, das war unser kleiner Vergleich. Gut, haben wir unsere Tarnvergleiche durch, kommen wir jetzt auch ein bisschen mit zum Abschluss von dem ganzen Video, weil es wird dann trotzdem ein bisschen länger, nur über einen Tarn zu quatschen. Wir haben es, wie gesagt, auf der IWA schon gesehen, waren begeistert davon. Jetzt haben wir es vor Ort persönlich, können es nutzen, und eigentlich recht klasse. Hinter mir ist irgendein Viech im Wald. Kommen wir schnell zum Ende. Ich bin überzeugt, die Qualität spricht hier auch für sich. Die Preise liegen jetzt bei Leo Köhler direkt. Ich weiß nicht, ob sie so auch in einen Shop kommen, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Für die Hose haben wir, glaube ich, 89 Euro bezahlt, und für das KSK-Shirt haben wir 69 Euro bezahlt. Was dann im Shop für euch kommt, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, im Leo Köhler direkt kann man es zu den Preisen kaufen. Ist auch übrigens sehr gute Beratung. Also die zwei Damen damals, die haben sich wirklich Zeit genommen für einen. Die haben auch die dementsprechende Größe gleich parat gehabt. Also da auf jeden Fall Hut ab und einmal frei. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir das Video heute, und ich wünsche euch jetzt an der Stelle wieder wie gewohnt eine schöne Woche noch, und man sieht sich, euer HobbyFV.